Immer mehr Menschen in Hoyerswerda fahren wieder mit den städtischen Buslinien. Wie der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda, Stefan Löwe, bei der letzten Stadtratssitzung informierte, lagen die Fahrgastzahlen 2022 rund 8% höher als in den Jahren zuvor und damit so hoch wie noch vor 10 Jahren. Als Grund sieht er nicht nur das 9-Euro-Ticket von Juni bis August oder die neue Tageskarte für 3,50 Euro, sondern auch ein verändertes Liniennetz am Wochenende. Allein an den Samstagen sollen sich die Fahrgastzahlen durch die Angleichung an den Wochenbetrieb verfünffacht haben. Trotz der guten Aussichten der Fahrgastzahlen auch für dieses Jahr sieht Löwe ein großes Risiko für das Verkehrsunternehmen beim Deutschlandticket. Die Idee an sich sei sehr gut und müsse so auch fortgeführt werden. Allerdings sorgen die zusätzlichen Fahrgäste für mehr Kosten, welche meist nicht mehr direkt durch die Einnahmen gedeckt werden. Eine riesige Herausforderung ist das Thema Einnahmeaufteilung. Man kann sich das Ticket ja überall kaufen. Ein Ticket, was in Buxtehude oder Garmisch-Partenkirchen gekauft wird, gilt in Hoyerswerda genauso wie umgekehrt. Aber das Geld wird dann in Buxtehude kassiert. Oder die Deutsche Bahn bietet eine App an, die ohne Frage sehr bequem es macht, das Abo einzurichten, das Ticket zu kaufen. Aber von dem Geld, was die Deutsche Bahn im Moment dafür einnimmt, sehen wir in Hoyerswerda keinen Cent. Da gibt es Mechanismen, sowas auszugleichen. Das machen wir im Verkehrsverbund mit 13 Partnern, auch nicht mit 3000. Aber diese Einnahmeaufteilung ist bis heute nicht in Sicht. So hoffe er auf eine dringend notwendige Aufarbeitung und vor allem mit Blick in die Zukunft auf eine bessere Planbarkeit. Aktuell stehen die Wirtschaftspläne für das kommende Jahr demnach noch in den Sternen.